Schwimmen, Rutschen, Saunieren. All das ist ab dem 1. Juli wieder im Galaxy in Winterland möglich. Nach knapp 8 Monaten Corona-bedingter Schließzeit können Badegäste endlich wieder in das kühle Nass des Freizeitbades eintauchen. Die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft informierte heute über das neue Hygienekonzept und über den umfangreichen Saunaumbau. Die Gäste können sich halt auf unsere neue Hauptaufgusssauna freuen. Das ist die finnische Sauna. Die ist im Vergleich zu vorher wesentlich heller, freundlicher und vom Raumnutzkonzept eigentlich auch sehr viel sinnvoller gestaltet. Also sehr viel mehr Platz jetzt. Ja, kommt, seht und staunt. Auch wenn die Inzidenz derzeit bei 0 liegt, müssen trotzdem noch einige Hygienemaßnahmen beachtet werden. Um die Mindestabstände garantieren zu können, ist die Besucherzahl auf 800 Personen begrenzt. Bei der letzten Wiedereröffnung waren es gerade einmal 500. Doch was hat sich während der Schließzeit noch alles im Galaxy getan? Also überwiegend waren die Mitarbeiter natürlich in Kurzarbeit, damit wir unsere Kosten etwas kompensieren konnten. Und in den letzten Wochen wurde die Zeit intensiv genutzt, um sämtliche Sachen zu erneuern, zu putzen, Wartungen durchzuführen. Wir haben eine neue Terrasse im Außenbereich gebaut, wir haben eine neue Sauna eingebaut, auf die die Gäste sich freuen dürfen. Aber auch viele technische Dinge, einfach die während so einer Schließzeit gemacht werden müssen, alles wieder in Ordnung gebracht. Von 10 bis 22 Uhr lädt das Galaxy täglich zum Schwimmen, Saunieren und Erholen ein. Montags öffnet das Freizeitbad erst um 11 Uhr, die Sauna hingegen schon um 10 Uhr. Für den Wellnessbereich werden ab sofort wieder Termine vergeben. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft. Mit der Wiedereröffnung des Freizeitbades steht auch dem überdachten Badespaß nichts mehr im Weg.